Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Guck mal, heute sind sogar 12 Leute einfach online. Es werden einfach immer fucking mehr. Naja, ich habe gestern noch mein Haus abbezahlt. Ich habe ein bisschen weitergespielt, nachdem ich das aufgenommen hatte. Und erstmal kommt jetzt aber die Ansprache von dem Tumnook. Hallo miteinander, hier spricht Tumnook. Es ist Sonntag, der 22. März, 15.08 Uhr. Wenn das Video rauskommt, bestimmt wieder erst 20 Uhr oder so. Egal. Die Neuigkeiten heute. Lasst uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Dizzymania willkommen heißen. Oh, das habe ich gehofft. Ich habe das Museum ja hingestellt und es dauert tatsächlich nur einen Tag und nicht zwei Tage. Das ist sehr gut. Und ich werde ihn Eugen nennen und nicht Eugene, weil es eine fucking Eule ist. Und Eule heißt es nur mal Eu. Deswegen heißt er Eugen bei mir. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Wem helfen möchte, melde sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Danke, Tom. Ein guter Inselaufseher, Sprecher, Typi auf jeden Fall. So, und ich habe auch mein Haus abbezahlt mit diesen komischen Meilen. Ich war nämlich gestern noch bei dem Jay auf seiner Insel, habe ihn ein paar Mal mit dem Fächer geschlagen und das hat mir dann so viele Meilen eingebracht, dass ich mein Haus tatsächlich abbezahlen konnte und es steht auch schon. Ach, guck doch mal, wie schön dieses Haus hier ist. So, was gab es sonst noch Neues, Leute? Ich habe mir erstens ein grünes Dach ausgesucht und ich habe hier jetzt so eine kleine Grillecke, kleinen Hut, kleinen Schwarzkopf, Rothut. Passt auf den Grill auf. Daneben ist ein schöner Benzinkanister, damit das auch immer hier am Laufen ist. 24/7 muss das hier laufen. Ich habe noch zwei weitere Zwiebelknollen hier hingepackt, aber das ist ja alles okay. Und ich habe mir hier endlich mal so eine komische Bank hingestellt, weil ich fand das doof, immer wieder zu Tumnook gehen zu müssen. Und hier oben noch ein paar Blümchen, die muss ich auch gleich nochmal gießen. Und ein Heulbein, weil wenn man sich da drauf legt, dann ist das richtig schön. Vor allem abends. Ich habe gestern mal abends hier gelegen und das war richtig cool aus mit diesem Wasserfall im Hintergrund und wenn man hier einfach so ein bisschen chillen kann. Fand ich ganz nett, so ein schöner Heuballen. Ja, ansonsten habe ich überall das Unkraut mal weggemacht. Und ja, wir schauen einfach mal, wie unser neues Haus jetzt aussieht. Ach so, ich sehe vielleicht auch noch anders aus. Ich habe ganz komische Geschenke bekommen von meinen Mitbewohnern. Diese Schleife und ein Rock halt. Ich habe nämlich hier auch noch diesen komischen Dorsch. Das ist locker auch kein Dorsch. Aber überhaupt schon Dorsch? Ich bin mir nicht mal sicher. Achso, dann brauchen wir aber diese komische Lampe nicht mehr. Weil wir haben jetzt Licht im Haus. Den habe ich auf jeden Fall reingetan. Und wir können jetzt Licht an- und ausmachen, Leute. An, aus. Leben, tot, leben, tot, leben, tot, leben, tot. Okay, geil. Das gefällt mir sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr viel mehr Platz, gell? Also mal gucken. Eins, zwei. Zwei Plätze mehr in jede Richtung. Da sind ja 2 Quadratmeter mehr Platz. Weiß ich doch gar nicht, was ich mit all diesem Platz machen soll. Ich habe noch eine Kalligrafie-Deko gekauft, genau. Hier, die können wir nämlich an die Wand... Oh. Die können wir an die Wand knuddeln. Warte, da können wir einfach mal diesen komischen Designer-Modus ausprobieren. Das klingt gut. So, also so sieht er aus. Jetzt können wir das Kalligrafie-Deko-Ding... Ah, das ist so Japanisch-Kram. Ja, das ist cool. Können wir jetzt hier irgendwo an die Wand bringen. Ich glaube, über dem Bett ist das erstmal am hübschesten, oder? Ah, man kann sogar jede Wand verändern. Oh, sogar die Wand beim Rausgehen. Okay, das ist ja mega cool. Und ein Lager haben wir auch. Das ist auf jeden Fall viel besser, als wenn man jetzt immer überall im Haus rumgehen müsste und die einzelnen Sachen irgendwo hin tun müsste. So wie das früher der Fall war, aber ist ja anscheinend nicht mehr so. Kann ich dann diese Laterne ins Lager? Ja, tatsächlich. Ah, cool. Also man braucht gar nicht einen Schrank oder sowas, um Sachen einzulagern. Das finde ich wirklich richtig gut. Okay, geil. Ja, aber das ist mein neues Haus. Hat der Tumnook auf jeden Fall gut gemacht. Aber jetzt haben wir natürlich wieder 100.000 Sternis Schulden. Was haben wir denn noch so in der Post? Ah, genau. Mein Mundschutz natürlich. Das ist sehr wichtig. Dann habe ich noch eine Musikplatte gekauft. KK Bossa. Und die Akademie des Schönhauses hat mir auch geschrieben. Da bin ich aber gespannt. Glückwunsch zum neuen Heim. Die Akademie des Schönhauses sendet hiermit herzliche Grüße. Unser Ziel ist es, dir bei der stetigen Verschönerung deiner Behausung behilflich zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ein Bayern-Geschenk zur Einweihung. Oh. That's nice. Danke, Akademie des Schönhauses. Genau, die bewerten ja immer das Haus, wie man das so eingerichtet hat. Bin mal gespannt, wie ich da später abschneide. Auf jeden Fall erstmal in Zeiten des Coronas. Erstmal schützen. So, gleich viel besser. Jetzt fühle ich mich safe auf jeden Fall. Ein Holztischchen haben wir auch noch irgendwo herbekommen. Ich weiß jetzt nicht woher genau. Aber können wir einfach auch mal lernen. Ja, ein Holztischchen. Ja, ja, das klingt gut. Mach mal das Holztischchen. Das stellen wir her. Die kann man locker später auch noch einfärben, diese Tische und sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben halt noch keinen Stuhl, deswegen wird der Tisch jetzt einfach als Radioständer missbraucht. Zack. Sehr schön. Müssen wir uns nicht mehr hinbücken, um das zu machen. Die Musik ist richtig cool, die merke ich mir mal. KK Glückspilz ist das, alles klar.
Das ist ein cooles Lied, das gefällt mir gut. Ja, guck mal, sieht doch unser Haus. Sieht auf jeden Fall besser aus als mein Zimmer. Jetzt schon. Glaub, als allererstes sollten wir uns mal Eugens... Na, hallo Nadine, guten Morgen. Ich glaube, als erstes sollten wir uns Eugens... Das ist auch neu hier. Eugens Museum angucken. Hier ist plötzlich eine Bank. Wo kommt die Bank denn her? Okay, ja, gefällt mir. Achso, ich habe hier meine ganzen Fische und Insekten, die ich gestern noch gefangen habe, alle hinplatziert, weil meine Tasche halt viel zu klein war und das Museum noch nicht offen war. Und jetzt steht das hier halt alles auf einem großen Haufen. Und Leute, ich habe eine Tarantel gefangen. Das ist richtig cool. Weil die sind, glaube ich, eher selten und ich glaube auch nur abends anzutreffen. Und wenn sie einen beißen, dann kippt man um. Aber ich habe es geschafft, Leute. Eine geile Tarantel. Können wir eigentlich gleich mal alles mitnehmen und bei Eugen halt abgeben? Hallo, Eugen. Okay, es hat tatsächlich nur ein Zelt. Noch kein richtiges Museum. Da ist er, der Eugen. Ist aber richtig niedlich hier eingerichtet. Mit diesen Archäologen-Kram hier. Da hinten hat er noch seinen kleinen Meißel und eine Lupe und so. Richtig schön. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschungen zu betreiben. Ah, handelt es sich bei Ihnen etwa um Dizzy? Sie wählten den Standort dieses Zeltes. Das ist richtig. Ich bin Dizzy. Beachten Sie nicht meine Mundschutz. Sie wissen bestimmt, Corona geht um. Ich weiß nicht, ob Tiere das überhaupt betreffen kann, aber uns Menschen betrifft das sehr. Naja, vortrefflich. Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Huhuhu. Zu diesem Zwecke werde ich mich langfristig hier einlisten. Huhuhu. Bringen Sie mir also Fische und Insektenarten. Und meine Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Das Museum wird dann mit Tom Loke zusammen gebaut. Okay, er meinte gerade auf der anderen Seite von den Flüssen seien Fossilien, aber er wüsste nicht, wie er darüber kommt. Aber anscheinend weiß er eine Bauanleitung dafür. Genau, der Sprungschlag hat er uns jetzt gegeben. Cool, dann könnten wir endlich über diese blöden Flüsse rüber. Das finde ich sehr gut. Und er braucht 15 Ausstellungsstücke, damit das Museum eröffnen kann. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Apropos Ausstellungsstücke, guck mal, ich habe auch schon was dabei. Eine Vogelspinne habe ich. Habe ich ihm Tarantel gesagt? Das ist natürlich eine Vogelspinne. Sorry, Leute. Ah, eine Vogelspinne. Oh, Graus, oh, Schlotterschreck. Still, still, Eugen. Du bist Kurator der Wissenschaft, kein frisch geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie, Insekten sind mir wahrhaftig ein Graus. Ja, 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 er ist eine Eule. Essen Eulen nicht Insekten? Warte mal, frisst er die einfach alle auf? Essen Eulen Vogelspinnen? Bin mir da nicht so sicher. Wahrscheinlich andersrum. Ich meine, die heißt ja Vogelspinne. Die frisst bestimmt nur Vögel. So muss das sein. Ich kann Ihnen doch viel zu Ihren Insektenfang erzählen, wenn es dann wirklich sein muss. Klar, lass mal hören. Das ist sowieso eigentlich immer ziemlich interessant. Oh, ach so, oh, na gut, wenn das so ist. Für eine Riesenspinne soll die Vogelspinne recht friedlich sein. Doch wie behaart sie ist. Oh ja, Vogelspinnen haben Bauchhaare mit Widerhaken. Bauchhaare mit Widerhaken! Jetzt ernsthaft? Das ist richtig ekelhaft. Diese argen Arachniden werfen ihre spitzen, juckenden Haare ab, um sich zu verteidigen. Wie so ein richtiges Pokémon. Los, Vogelspinne, setz Nadelsturm ein. Oder so. Doch angesichts dessen, dass Vogelspinnen Frösche, Mäuse und Vögel fressen, what, muss man sich fragen, gegen wen glauben sie sich verteidigen zu müssen? Sind die echt so heftig? Guck mal, da lernt man sogar was. Ist das hier richtiges Infotainment? Oh nein, eine Wespe! Wespen kooperieren, um ihren Nachwuchs aufzuziehen und das Wespennest zu verteidigen. Ein einzelnes Nest kann die Heimat von tausenden Wespen sein, die alle unermüdlich zusammenarbeiten. Ich muss gestehen, dass mich das beeindruckt. Dennoch tausende von krabbelnden Wespen an einem Ort, da kribbelt mir direkt das Gefieder. Aber hauptsächlich möchte ich so schnell wie möglich so viel Distanz wie möglich zwischen sie und mich bringen. Ja, ja, kenne ich. Ich hasse Wespen auch wie die Pest. Wespen sind richtig ekelhaft. Weil die mich als Kind in beide Ellenbogen gestochen haben, das tat richtig krass weh. Wirklich in beide. Eine Wespe in beide Ellenbogen und irgendwann hat mich nochmal eine Wespe in die Wange gestochen. Also die behindertsten Stellen am Körper überhaupt, wenn man jetzt die Geschlechtszeile auslässt. Aber das war richtig behindert und seitdem hasse ich Wespen wie die Pest. Scheiß Kackdinger. Vor allem, man macht gar nichts und die stechen einen einfach. Schwalbenschwänze sind bekannt für ihre majestätischen Flügel, manche bewundern sie sogar. Um ehrlich zu sein, finde ich sie monströs. Diese garstigen Streifen, da stellen sich mir die Federn auf. Denken Sie, Schwalbenschwanzlarven sehen wie possierliche grüne Raupen aus? Keineswegs. Die junge Schwalbenschwänze sind mit unansehnlich grauen, schwarzen und weißen Flecken übersät. Und zwar, um sich als Vogeldreck zu tarnen. Oh, welch garstige Kreaturen. Das ist doch witzig. Also ich lerne hier ganz viele neue Sachen, Leute. Und ihr lernt mit. Ob ihr wollt oder nicht. Man könnte annehmen, 100 Füßer hätten, nun ja, 100 Beine. Nichts als Lüge. Diese hässlichen Ungetüme können genauso gut 15 wie 171 Beinpaare haben. Beinpaare wohlgemerkt. Also doppelte Beinzahl. Doch aufgrund ihrer Anatomie ist es unmöglich, dass sie exakt 100 Beinpaare haben.
Und schlimmer noch, Hundertfüßer sind aggressive, giftige Fleischfresser. Okay, das wusste ich auch nicht. Aber Hundertfüßer sind keine Ohrenkneifer, oder? Ohrenkneifer sind nochmal andere Wesen, glaube ich. Und der Biss schmerzt ganz ungemein. Oder sind Hundertfüßer diese Ohrenkneifer? Kennt man die überhaupt noch? Die fand ich eigentlich immer ganz süß als Kind. Nun gut, okay, wir haben ein neues Rezept bekommen, dass wir jetzt diese komische Stange herstellen können. Aber zunächst schauen wir bei Nook vorbei und sagen ihm, wie toll wir unser Haus finden. Und weil wir jetzt immer mehr Hausbesitzer haben, stimme ich dir zu, wir brauchen einen Laden. Aber was Baumaterial angeht, sollten die Häuser unserer Kunden Priorität haben. Ich bin mir sicher, dass du eine Lösung für dieses Problem findest. Ihr beiden habt mir schließlich schon jahrelang über die Schulter geschaut, ne? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Oh, Dizzy, was machst du denn hier? Dein neuer Kredit, der beträgt jetzt 98.000 Sternis. Kann ich das auch mit Meilen bezahlen? Oh nein, diesmal leider nicht. Das tut mir leid. Das war nur für die Grundgebühren. Kredite müssen in Sternis zurückbezahlt werden. Aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Nämlich ein erstklassiges Meilen-Item für dich. Ein Meilenticket. Ein spezieller Reisegutschein, den du nur über das Einlösen von Nookmeilen erhältst. Mit einem dieser Tickets kannst du jederzeit zu anderen Inseln fliegen und Abenteuer erleben. Du kannst dort andere Abenteurer treffen oder Material für Bastelprojekte sammeln. Okay, also ich war ja gestern schon mal auf der Insel von Jay. Aber hier scheint noch irgendeine andere Insel gemeint zu sein. Also so eine Insel zum Abfarmen und sowas. Wahrscheinlich. Dann einmal hier die Nookmeilen abholen. Achso, stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich euch schon alles gezeigt habe und was nicht. Auf jeden Fall kriegen wir für den zweiten Tag erstmal 80 Bonusmeilen. Also das erhöht sich tatsächlich mit jedem Tag. Ich wollte einmal gucken, ob im Nook Shopping... Ah, tatsächlich, da ist jeden Tag was anderes drin. Die Nintendo Switch, die wir bekommen haben, ist einfach 30.000 Sternis wert. Heftig. Aber da muss man hier auch jeden Tag reingucken, ne? Ganz allein, only me. Das ist natürlich belastend. Dann gibt es da richtig viel Zeug, das man kaufen kann. Aber dieses Nook-Meilen, das ist sehr interessant. Das ist nämlich dieser RPG-Teil, glaube ich. Denn hier gibt es einmal dieses Meilen-Ticket, das er gemeint hat. Aber das haben wir, glaube ich, auch gerade geschenkt bekommen. Aber hier gibt es halt auch noch richtig krasse Sachen. Zum Beispiel der Werkzeugring. Und den möchte ich schon mitnehmen, weil mich das nervt mit diesen Werkzeugen, dass ich die immer umher wechseln muss. Und das ist nämlich dieser komische Ring, glaube ich. Danke. Danke für den Werkzeugring. Jetzt haben wir so ein blödes Ticket. Langt das schon, nur das Ticket zu haben? Ah. Ach so ist das, alles klar. So, guck, und jetzt können wir nämlich für läppische 800 Meilen haben wir jetzt hier diesen schönen Werkzeugring. Drei Werkzeuge fehlen uns noch und so kann man die Werkzeuge halt viel schneller wirklich wechseln, zu welchen man hin möchte und muss nicht immer so, nee, die will ich nicht, nein, das will ich nicht, nee, Kescher auch noch, genau, die Angel wollte ich haben. Sondern jetzt kann man einfach hier reingehen und sagen, ja, ich möchte gerne die Schleuder. Das geht auf jeden Fall 100.000 Mal schneller. Achso, und dazu habe ich noch Nook Meilen Plus bekommen. Ich glaube auch, weil ich mein Zelt abbezahlt habe. Und da kriegt man doppelte Mengen für Sachen. Ich glaube, die wechseln jeden Tag durch, oder wie? Und da kriegt man dann auch mal einen Nook-Meilen für. Wir sollen heute 5 Insekten fangen, einen Baum fällen, 5 Fische fangen, einen Baum pflanzen und einen Barsch fangen. Und dafür kriegt man dann doppelte Nook-Meilen. Taschen richtig nutzen. Ich glaube, dadurch kriegt man mehr Platz in seiner Tasche, im Inventar. Ist allerdings gerade noch zu teuer. Andere Frisuren, poppige Frisuren oder coole Frisuren, schicke Frisurfarben. Neue Farben gibt es also auch noch. Schönes Hawaii-Hemd. Ja, schon, naja, geht so Sachen dabei. Oh, ein Beutel. Ob man da Sachen reintun kann, ist halt auch die Frage. Okay, so viel gibt es ja gerade auch noch gar nicht. Wird wahrscheinlich mit der Zeit auch noch mehr. Glaubt, dann hole ich mir erstmal diese Alltagswerkzeuge A bis Z. Ich hoffe, dadurch werden die Werkzeuge besser. Es kostet 3000 Meilen. Das ist schon richtig teuer irgendwie. Aber ja, bitte, gib mal her. Hurra! Jetzt kann ich Werkzeuge herstellen, die nicht so schnell kaputt gehen. Okay, cool. Dadurch werden die Werkzeuge tatsächlich besser. Ah, für eine richtige Schaufel braucht man eine Wackelschaufel. Alles klar, dann erst eine Wackelschaufel. Und dann eine richtige Schaufel. Okay, mit der Schaufel können wir auf jeden Fall schon mal viel machen. Ich hoffe, wir können auch... Ja, wir können auch diesen Stab machen. Der kostet nur Weichholz. Die Axt stelle ich auch nochmal her. Weil eine unserer Aufgaben ist ja, heute einen Baum zu fällen. Nepp, was hast du da für mich? Ach, hallo Dizzy, ich wollte mal fragen, hättest du Lust an einem tollen Baumprojekt mitzumachen? Einem Laden? Es gäbe da nur ein kleines Problem. Unser Inselchen ist zwar super schön, aber nicht gerade ein Baumarkt. Er will die Materialien haben, ja? Er würde sich auch erkenntlich zeigen. Ja, ich bring dir deine Baummaterialien. Kein Ding. So, mit diesem Sprungstab können wir ja jetzt eigentlich mal auf die andere Seite gucken. Beziehungsweise, erstmal ist hier ja noch so ein Leuchtepunkt, die. Und da sind Sternis drin. 1000 Sterni, wow, das lohnt ja fast. Aber jetzt, auf zu anderen Gefilden. Hier geht's nicht. Oh nein, auf zu anderen Gefilden. Oh ja, yeah. Wir sind drüben, Leute, wir sind drüben. Endlich eine eigene Insel. Ohne Leute, die mich nerven.
Hier gibt's auch gleich das erste Fossil schon. Kramen wir natürlich aus. Für den Eugen. Gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Außer, dass ich ein paar Meilen dafür bekomme, dass ich ein Fossil ausgegraben habe. Gar nichts. Ich dachte, hier ist jetzt irgendwas richtig Cooles, aber nope. Oh, immerhin Stein. Okay, erstmal sauber machen drumrum. Man kennt's. Und jetzt kann ich euch das endlich zeigen, wie ich das gestern schon machen wollte. Oh, man kann sogar rüberhüpfen. Man macht sich zwei Löcher und jetzt können wir da einfach gegen gnuddeln und gehen halt nicht zurück, werden nicht zurückgeschleudert. So, und ich weiß inzwischen, man kann die Steine abfarmen, wenn man die zu oft anschlägt. Und wenn man eine Frucht isst, dann füllt sich die Anzeige oben links. Das ist so eine Stamina-Anzeige. Und man kann einen Punkt verbrauchen. Und dann kann man nämlich Steine kaputt machen. Und da können dann tolle Sachen drin sein, also tolle Mineralien, die man so, wenn man den Stein nur anschlägt, nicht bekommt. Aber dafür ist der Stein dann natürlich weg, die wachsen irgendwann nach, aber erstmal ist er jetzt weg. Aber irgendwie unspektakulärer, als ich dachte. Da auf der anderen Seite der Insel. Wenn wir dann natürlich noch Sachen hinbauen später oder sowas, dann wird das alles ganz toll, aber bisher ist da nicht so viel außer Unkraut. Hallo Eugen, ich habe noch ein paar Sachen für dich. Guck dir das an, ich habe tatsächlich Fossile da drüben gefunden, wie du gesagt hattest. Wuhu! Ohne Zweifel, hierbei handelt es sich um ein Fossil, habe ich auch schon gemerkt. Aber was für ein Fossil? Wie er sich dreht. Das ist ein Pachysaurus-Hinterteil. Oh yeah, die Hinterteile sind die besten. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Guck mal, da ist er schon ganz scharf drauf. Ja, erzähl, ich will alles wissen. Pachycephalosaurus war, um es deutlich zu sagen, nicht das hellste Licht am Dinosaurierfirmament. Er war ein ziemlicher Dickschädel mit einem bis zu 25 cm starken Schädelknochen. Krass. Da blieb nicht viel Raum für, tja, ein Gehirn. Es muss recht klein gewesen sein, aber dafür extrem sicher. Und das war's. Toll. Der ist bestimmt mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Das war so ein typischer Kopf durch die Wand-Dinosaurier. Und weißt du was, Eugen? Ich habe sogar noch ein Fossil. Das ist ein Archaeopteryx. Archaeopteryx. Den kennt man doch auch. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie der aussieht, aber der ist bestimmt ganz cool. Die Federn des Archaeopteryx verleiten zu der Annahme, es handle sich um den Urahn der Vögel. Genau deswegen kennt man den. Hatte ich sogar schon im Bio-Unterricht. Die Forschung beweist allerdings, dass es kein direkter Vorfahr ist, sondern eher eine Art Onkel. Immer, wenn ein neues Exemplar gefunden wird, gibt es neue Theorien. Und neue Verwandte, die im Familienstammbaum ihr Nest aufschlagen. Okay. Ja, müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das findet, wenn ich das alles vorlese. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Lernt man noch ein bisschen Biologie kennen, aber ist vielleicht ein bisschen trocken. Aber ich werde die mir auf jeden Fall alle durchlesen. Ob ich sie dann im Video lasse, ist die andere Sache. Guck mal, hier oben können wir auch noch hin. Ist ja richtig hübsch hier. Da hinten sind sogar Inseln, ob man da auch noch hin... Ja, wahrscheinlich kann man da hin. Wahrscheinlich mit diesem Flugticket, oder was? Gut, also auf der Insel hier oben können wir noch nicht viel machen. Ich glaube sogar, man kann auch noch da oben irgendwann hoch, oder? Da gibt's... Guck mal, da ist sogar irgendein Viech drauf. Irgendein Skarabäus oder so. Ich will da hoch! Warte, können wir hier auch schon Terraforming betreiben? Ich vermute nicht. Aber einfach mal ausprobieren. Nein. Ein Steg zum Angeln ist nicht dein Ernst. Das ist natürlich auch richtig fresh, muss ich sagen. Hier haben wir noch so eine Steinformation. Und ein ganz, ganz langer Strand. Finde ich gar nicht so schlecht. Oh, der ist ja wirklich riesig. Und hier gibt es noch irgendwelche Asseln. Nehme ich auch mit. Sind das Silberfischchen? Oh, eine Ligia Exotica. Eine ganz andere Liga. Sehen aber aus wie Silberfischchen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Synonym für die. Na gut. Bringt uns aber auch nicht so viel, dass wir da jetzt rüberkommen, wenn ich ehrlich bin. Also Hauptaufgabe ist erstmal Sachen spenden, so wie es aussieht. Was ich aber noch machen möchte, ich möchte hier links, ehrlich gesagt, trotzdem richtig gerne einen Baum stehen haben. Deswegen, wie weit steht denn der andere Baum eigentlich entfernt? Das sind 1, 2, auf dem dritten Teil, okay. Also 1, 2, da dann hin. Und da kommt dann jetzt die Birne rein. Zack. Da wächst ein schöner Baum draus. So, das ist unser erster Birnbaum. Wir können noch weitere Birnbäume pflanzen. Wir müssen ja sowieso einen Baum wegfällen, deswegen... Geh mal weg, du blöder Kackbaum. Nein, oh Gott, ich will nicht schon wieder gestochen werden. Schnell ins Haus flüchten. Da kommen die niemals rein. Kein Bock, dass mein Gesicht wieder so hässlich ist. Ich hoffe, die sind jetzt weg. Wehe, die warten da. Okay. Uff. So, und mit einer netten Schaufel kriegen wir den Stamm dann nämlich auch raus. Platz für eine Birne. Zack. Und wenn die Birnen dann nämlich irgendwann an dem Baum dran sind, dann können wir die für viel Geld bei Tom Nook verkaufen. Das wird richtig toll, Leute. Huch, wer bist du denn? Gehen Sie bitte weg.
Nein, du gehst über die Planke. Ahab, lass mich in Ruhe mit deinem weißen Hengster. Lass mich noch 5 Minuten, bitte, Mama. Ackerfeld ist wohl noch müde. Alle noch schlafen. Kellner, im Wasser fehlt noch Salz. Die Wellen sind... wo ist die Tüte? Ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also... was? Keine Pizza? Oh, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver, reisende Seemöwe der 7 Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Oh, danke für den Weckruf, sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Immer waren sie lecker. Leckere Halluzinationen sind die besten Halluzinationen. Kannst du diesem wasserdurchgespülten Vogelhör noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als ja. Uff. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Wie oft passiert dir das bitte? Das ist eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Haha, die anderen Seeleute lachen sich immer einen Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Ha, keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen teuren, treuen, praktischen... was? Mein... Oh, du meine Güte! Mein treuer, praktischer Fernsehsprecher... Der Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Ah, mickrige Makrelen. Das Ding ist völlig abgefackelt. Und es fehlen einige Fernsprechteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Könntest du mir vielleicht helfen, die Fernsprechteile zu finden? Auch das kriegen wir hin. Er meinte, die sind irgendwo vergraben. Ich hoffe, man sieht, wie sie oder wo sie vergraben sind. Sonst hast du ja gar keine Chance. Hier ist auf jeden Fall noch ein Stein. Und es ist der Geldstein. Perfekt, jetzt kann ich euch das wenigstens zeigen. Wenn man hier das richtig macht, dann kommt da nämlich, glaube ich, 16.000 Sternis raus. Wir gucken mal. So, mehr geht, glaube ich, nicht. So, 8.000. 12.000. 13.000. 15.000. 15.500. 15.700. 15.800. Oder so. Ja, ja, 16.000. Irgendwie 16.000. Wenn ihr übrigens eure Schaufel ein bisschen schonen wollt, dann drückt einfach Y. Damit kann man nämlich die Löcher auch zubuddeln. Cool, oder? Oh, hey, Dizzy. Ja, was denn? Was willst du, Lutz? Was willst du? Hey, wie ich höre, sammelst du kräftig Materialien, um uns einen Laden zu bauen. Super, Dizzy. Ich habe da beim Joggen was gefunden, was du dafür vielleicht gebrauchen kannst. Hier, nimm. Habe ich überhaupt Platz? Ah ja, für das Zeug habe ich, glaube ich, Platz. Aus dem Eisenerz wollte ich mir einen Staffelstab bauen, aber so ein Laden hat auch eine Startberechtigung. Sobald er steht, kaufe ich mir einfach so viele Staffelstäbe, wie ich will. Haha, alles fürs Team. Dizzy Mania. Sehr gut. Danke, Lutz. Wie viel hat er uns gegeben? 2. Nicht schlecht. Die benutze ich bestimmt für den Laden. Zwinker, zwinker. Oh, Flaschenpost. Wuhu, Unbekannter. Die Idee für diese Bastelanleitung kam mir beim Tanztraining in den Sinn. Falls du sie nicht in Händen hältst, steckt sie noch in der Flasche. Wird dir sicher mega gut gefallen. Deine Idee, reiche Birte. Holzspiegel. Oh, ein Holzspiegel. Den habe ich auch bei Jay gesehen. Ich glaube, das ist der. Jetzt weiß ich, wie man einen Holzspiegel herstellt. Wow. Was braucht man denn für so einen Holzspiegel? Ah, wir können ihn sogar bauen. Holz und Eisenerz. Ja, der sieht gut aus. Das ist genau der Spiegel, den Jay auch hatte. Ich habe zwar auch eine Anleitung für so einen Tischspiegel, aber den fand ich irgendwie doof. Weil der so klein ist. Okay, der sieht wirklich richtig hässlich aus hier. Uff, okay, der gefällt mir nicht. Aber wir nutzen ihn trotzdem erstmal. Denn an so einem coolen Holzspiegel kann man sich angucken und sein Aussehen ändern tatsächlich. Mega cool. Und hier sind auch mehr Auswahlmöglichkeiten als am Anfang des Spiels. Zum Beispiel haben wir hier neue Frisuren. Man könnte jetzt hier so eine Streberlocke sich machen. Oder so einen komischen Scheitel. Das ist ja, glaube ich, die Frisur, die man bei Animal Crossing Wild World am Anfang hatte. Wenn ich mich recht erinnere. So ein cooler Zopf zum Beispiel. Aber ich finde immer noch meine Frisur am besten, die ich hier gerade habe. Aber man kann auch seine Augen noch ändern. Sind da auch neue bei eigentlich? Nee. Also alles, was man auch am Anfang machen konnte. Und noch viel mehr. Cool, oder? Und man kann seine Gesichtsbemalung ändern. Guck, man kann hier so ein tolles Flugzeugflagge in sein Gesicht malen. Aber das hier sieht zum Beispiel ganz witzig aus. So ein Fußabdrückmuster. Sieht mal so ein bisschen verdreckt aus. Oder ein Kleeblattmuster. Sieht auch nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, ich nehme dieses Fußabdruckmuster. Weil ich mag so ein bisschen verdreckt aussehen. Ja, ja, das finde ich gut. Oh ja, hübsch. Mit neuem Style, so können wir vor die Haustür gehen. Jetzt suchen wir nur noch ganz kurz, und das wird dann auch die letzte Aktion sein, die wir in dieser Folge machen. Wir suchen ganz kurz Gullivers Sachen. Gullivers Reisesachen. Aber ich habe irgendwie keinen Plan, wie ich die finden soll. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich?
Er hat es mit Schreien probiert, hat aber nicht geholfen. Oh mein Gott, ein riesiger Fisch. Aber ich finde die Teile von Gulliver nicht. Richtig doof. Wo sollen die denn sein? Ja. Oh. Ja, riesiger Fisch aus dem Meer. Oh, das ist eine Flunder. Das erkenne ich doch. Ja, eine Flunder. Da bist du Ach, der Witz ist mir jetzt zu flach. Ha. Doppelter Witz. Witzig. Ja, ich bin jetzt den ganzen Strand abgelaufen und Gullivers Sachen sind hier nicht. Ich muss jetzt aber nicht randommäßig hier überall graben, oder? Um die Dinger zu finden. Gibt es irgendeinen Hinweis? Oh, lol. Doch, okay. Da, wo so Wasser rausspritzt, da sind diese Teile drin. Von mir aus, ein Fernspeicherteil. Gut, dann suchen wir die jetzt nochmal ganz kurz. Und das im Regen. Was ein Scheißjob. Aber für Gulliver mache ich das gerne. Gulliver, auf mich kannst du zählen. Auf die Bewohner von Dizzymania allgemein kannst du zählen. Und auch alle ihre Besucher. Aber ein zweites Stück. Okay, dann ist das ja easy. Dann finde ich das sogar gut, dass man die nicht sofort sieht. Teil Nummer 3. Nummer 4. Und Teil Nummer 5. Geil. Hab alle Teile. Guck hier, bitteschön. Oh, das sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, meine Süßen. Kling, heil gemacht. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht, wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Oh ja, es funktioniert. Super. Behalt deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ach, naja, egal. Ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Viel Spaß dabei. Ich hab meinem Kamerad schon eine kleine Info übermittelt. Schauen wir mal. Oh, noch keine Antwort? Oh, sie haben eine Nachricht erhalten. Ich werde sie bereiten gerade. Alles für meine Rückkehrfeier vor. Sie schreiben meinen Namen quer über das Segel und machen das Fass mit der guten Limonade auf. Ja, ganz bestimmt. Ja, ja. Dann wart hier mal deine paar Stunden. Die sind bestimmt bald da. Gut, dann haben wir Gulliver auch geholfen. Der wird uns bestimmt irgendwas richtig Geiles geben. Dann würde ich aber sagen, war's das erstmal mit dieser Folge? Ich glaube, die ist auch schon wieder viel zu lang. Also Aufnahme geht auf jeden Fall über eine Stunde. Mal schauen, was wir dann beim nächsten Mal machen. Vielleicht kommt heute auch noch ein Stream, je nachdem, wie viel ich hier noch machen will oder kann oder soll oder tu oder Bock hab. Auf jeden Fall haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss.